Triff, triff, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ja, ich bin's wieder, euer Charlie. Und ich wollte mal gucken, was die Pfifferlinge machen und was die Pilze überhaupt machen. Ja, es hat in den letzten 3 Wochen immer wieder sporadisch geregnet. Ob es genützt hat, dass Pilze kommen, werden wir gleich sehen. Ja, ansonsten viel Vergnügen mit diesem Film. Ja, im Großen und Ganzen der Boden schon feucht, aber selbst hier an den Waldrand, also auch hier am Wegrand, sieht man nicht einen einzigen Pilz stehen. Ja, normal ist das jetzt so die Zeit. Ja, ich sage immer, wenn er digital ist, in der vollen Blüte steht und die Waldbeeren reif sind, dann kommen die Pfifferlinge. Ja, war bis jetzt immer so. Aber es muss auch noch genügend Feuchtigkeit da gewesen sein. Ja, hier links, glaube ich, da braucht man gar nicht zu gucken. Da sehe ich nichts. Noch nicht einmal ungenießbare Sorten oder überhaupt einen Pilz. Da nichts. Null. Wir werden uns dann mal da vorne rechts runterschlagen. Da unten ist ein Bach. Vielleicht bringt da der Nebel irgendwie dazu, dass da Pilze gewachsen sind. Ja, hier haben wir so einen verschrumpelten Dachpilz. Sieht auch verschrumpelt aus. Hä, Trüffel? Komm, such den Pilz. Ja, hier sind wir da, wo mal vor 3 Jahren diese Pfifferlingsschwemme war. Ja, diese Massenaufkommen von Pfifferlingen, das war hier. Da war hier alles gelb. Ja, das ist aber jetzt nichts. Ja, und hier auf diesem Weg, da standen ja überall, standen ja hier diese orangefarbenen Pfifferlinge. Ja, eine Ziegenlippe, die lassen wir auch stehen, diesen einsamen Pilz. Ja, safrangelbe Scheidenstreiflinge wachsen hier. Ganz hervorragender Speisepilz. Aber zum Mitnehmen dürften es ein paar mehr sein, ruhig. Ja, dann bist du mit dem Kaiserling verwandt. Kein schlechter Speisepilz. Oh, hier. Ein Täuber. Der ist aber schon losgetreten, abgefressen. Ja. Ja, dann nehme ich den auch mit. Ja, safrangelber Scheidenstreifling. Ja, man sieht wunderbar die Streifung am Hut, die Scheide unten und den rauen Stiel. Ja, wenn man so in den Wald guckt, man sieht auch keinen Pilz stehen. Nur hier auf dem Weg, da wuchsen halt diese paar, aber sonst sehe ich keinen. Ich will mal gleich gucken, ich nehme dann die Ziegenlippe auch mit, wenn die noch gut ist. Ein Reiz für ein Söschen. Ja, die sah auch noch besser aus gerade. Ich guck mal, was davon zu retten ist. Jetzt habe ich sie gepflückt. Ja, was ist, Trüffel? So, das war es jetzt erst einmal von meiner Seite aus. Viel haben wir nicht. Es reicht doch für ein Söschen. Ja, ich denke mal, wenn das so dran bleibt, wenn es immer so ein bisschen feuchtelt, ja, und es nicht so allzu dreuge wird oder zu heiß, dass die Pilze im Wald schon gekocht werden. Ja, dann könnten wir so in 2 Wochen noch mal gucken. Ja, ich denke, da werden wir mehr haben. Und dass der Scheidenstreifen, der orange-rote, schon da ist, der orange-gelbe. Ja, das könnte vielleicht auch noch ein gutes Zeichen sein. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Film und im Walde viel Triff-Triff.